Sie kommen zurück. Achtung, Leute. Oh, sieh nur, der Held. Bewegung. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht, aber keine Sorge. Alles klar, aufmachen. Ich habe gesagt, dass Sie ihn erwarten. Los. Da kommen die Spartaner. Offenbar hat Artyom wieder so einen irren Ausflug nach oben gemacht. Aber Junge, er hat bei D6 wohl... Hey, Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Amen. Hey, Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Da bist du ja, du Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte.
Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Die Spartaner haben Artyom gerade noch rechtzeitig hergebracht. Ein Glück, dass sie so verdammt gut sind. Das sind sie ganz sicher. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Tja, ist leider ihre Aufgabe. Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen. Naja, nicht jeder hält es aus, hier unten eingepfercht zu sein. Hm? Und warum nicht? Bis jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Anna, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du zur Polis zurückkehren musst. Ich habe den Orden verlassen und somit entscheidet niemand für mich, was Artyom betrifft. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, meine Herren, lass machen. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganzen Schwestern so? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Willkommen, Bruder. Privet, Artyom. Also, wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja! Oh, also ganz offiziell. Ich wusste es. Also habe ich etwas mitgebracht. Und schon geht's wieder los. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom! Und? Wieder nichts? Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche...